zugenäht, verdammte Scheißendreck hier, Verdellner! Ich kann das nicht mehr haben, so eine Scheißendreck hier! Ich reg mich gerade auf bis zum St. Nimmerleinstag, Verdellner Mord! Ey, Knolte, was ist denn los hier? Komm mal wieder runter, die Welt ist doch schön, das Leben ist schön. Ja, Verdellner Mord, das sag ich dir nach dem Intro! So ein Scheißendreck hier, ich habe in der Zeitung gelesen, so ein Lehrer da aus Dingsabums, da drüben aus dem Weißrussland, aus Bayern, der verbietet jetzt den Schülern, dass sie kurze Röcke tragen und Bauchnabel zeigen, verdüttelt nochmal. Was? Hab ich ja noch gar nicht gelesen, wo denn? Ja, deine Zeitung stand da, verdüttelt nochmal. Die können doch nicht machen, was sie wollen, die Bayern da drüben. Verdüttelt nochmal. Ja, komm mal runter, komm mal runter. Jetzt mal in aller Ruhe. Erzähl's mir doch mal, Herr Knolte. Erzähl mir mal, was da los ist. Ja, also, ja, runterkommen. Runterkommen ist ein gutes Ding. Also, da war ja damals schon mal die Sache mit den Kruzifixen da in der Schule, dass sie verboten worden sind und an den Behörden wegen die Außengeländer, die da zugereist sind, ne? Und jetzt gibt es da diesen Dings da, diesen... Nein, nicht Lehrer, diesen, der über den Lehrer steht. Ah, ja, Diktator, nee. Direktor heißt er, so ein Direktor da an der Schule in Bayern. Der verbietet den Mädels jetzt einen Minirock anzuziehen. Und der verbietet auch so einen Top mit Bauchfrei anzuziehen. Ja, sieht doch gut aus, warum das denn? Kann mir gar nicht vorstellen, sowas zu verbieten. Ja doch, macht er, weil die haben Lehrer, die dazu gewandert sind, zu Außengeländer, ne, als Lehrer. Und die Mitschüler mit Migrationshintergrund, die regen sich da auch drüber auf. Das gehört sich nicht so viel zu zeigen, ne? Ach, hör doch auf, das ist deutsche Kultur. Das hat doch schon immer gegeben, soweit ich mich erinnere. Also in Deutschland habe ich noch keine mit Kopftuch gesehen. Zumindest keine waschechte. So ein bisschen von den Russkas da zugewandert. Ja, hier und da. Aber sonst, außer Rotzow, hier? Nee, unsere Mädels waren schon immer schön. Freizügig, was Leckeres fürs Auge. Ja, ist auch was Leckeres. Aber dieser Direktor sagt jetzt, in meiner Schule kein Rock mehr. In meiner Schule kein Top mehr, wo der Bauchnabel frei ist. Also an seiner Schule, verdünn nochmal, der Einzelne muss Rücksicht auf die Mehrheit nehmen. Ja, im Großen und Ganzen ist das wohl auch klar. Halt die Klappe, Köter, verdünn. Entschuldigen kurz. So, bin wieder da. Der Köter, der geht mir um, sagt, der ist so unruhig heute. Lass mal den Hund in Ruhe. Aber was machen wir denn jetzt mit der Schule? Ja, das weiß ich doch nicht, was wir mit der Schule da machen tun. Der muss da ex, ne, weg. Man kann doch nicht als Deutscher immer die Eier zusammenkneifen und sagen, jo, weil wir ein paar Ausländer haben, müssen wir die ganze deutsche Kultur im Bach untergehen lassen. Geh du mal nach da irgendwo in einem muslimischen Land hin und sag, Tante, zieh mal dein Kopftuch aus, das stört mich als Deutschen. Nee, also, wenn ich Gast in einem anderen Land bin, dann würdige ich die Kultur da. Und wenn die Mädels ein Kopftuch tragen wollen, tragen die ein Kopftuch. Und wenn die eine Burka tragen wollen, tragen die eine Burka. Ob freiwillig, weiß ich nicht, aber sie tragen sie. Und da halte ich meinen Mund drüber, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ja, richtig. Wir halten unsere Schnauze, wie immer. Aber, nee, nicht alle. Hier muss man jedem Ausländer in den Arsch kriechen, dass er sich hier wohlfühlt. Nee, wenn nicht das stört als Außengeländer, dass hier die Mädels einen kurzen Rock anhaben und dass du den Bauchnabel sehen kannst. Verdüll nochmal, dann geh dahin, wo der Pfeffer wächst, da wo du herkommst. Hier in diesem Land ist das unsere Kultur und du hast dich hier einzulegen. Nicht wir richten uns nach dir, sondern genau andersrum. Verdüll nochmal. Abbringen. Du änderst doch sowieso nichts dran. Doch, tu ich. Und jede Menge andere, die das Video jetzt hier gerade angucken, geben mir recht. Schreib dann mal in die Kommentare, was du davon hältst. In diesem Sinne, weitermachen.